Schönen guten Tag, liebe Reisefreunde und Touristiker. Ich begrüße Sie heute direkt vom Herzen Südböhmens aus Budweis. Und wenn in Südböhmen und wenn in Budweis, dann möchte ich Ihnen heute einen idealen Ausgangsort für Ihre Gruppen zeigen. Und nämlich Clarion Congress Budweis. Folgen Sie mir. Hotel Clarion Congress ist eine ideale, busfreundliche Adresse für jede Gruppe. Denn direkt am Hotel gibt es Busparkplätze bis 8 Busse und es sind nur 5 bis 10 Gehminuten direkt ins Zentrum der Stadt. Im Hotel ist überall alles flach oder durch die Fahrstühle alles barrierelos erreichbar. Und nach einem schönen Ausflugtag kann man sich direkt an der Lobbybar mit einem Budweiser erfrischen oder etwas Leckeres von der südböhmischen Küche verkosten. 205 Zimmer, stillwohl ausgestattet, mit der besten Aussicht auf die ganze Stadt Budweis und Umgebung. Die Badezimmer im Hotel Clarion Congress Budweis sind entweder ganz schön seniorenfreundlich mit einer Duschecke ausgestattet oder mit einer Badewanne. In jedem Zimmer findet man auch genug Abstellraum und alles, was man für einen angenehmen Aufenthalt in Budweis benötigt. Die Sattel im Regen trocken halten ist in Südböhmen überhaupt kein Problem. Budweis gilt als ein Paradies für Radlgruppen. Das einzige Budweiser Original der Welt soll man natürlich direkt in Budweis probieren. Na zdraví. Prost. Südböhmen gilt in Tschechien als Süßwasserfischeparadies und man soll bei dem Aufenthalt entweder Forelle, Zander, Hecht oder Karpfen probieren. Guten Appetit! Im Budweis hat man den Vorteil, dass man bei jedem Wetter unter den Häusern ganz schön rund um das große Marktplatz bummeln kann. Bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet kräftigen sich die Gäste im Hotelrestaurant für die schönen Ausflüge nach Tábor, Ceboň, Písek, Hluboká oder Krumau. Im Hotelrestaurant gibt es Plätze für ungefähr 240 Gäste, die hier Mittagessen oder Abendessen genießen können. Wenn Sie aber mit einer Abschlussfahrt, Jubelreise oder Eröffnungsreise kommen, kann man hier in den allen Räumlichkeiten bis 500 Gäste unterbringen. České Budějovice, Budweis auf Deutsch genannt, ist nicht nur Metropole Südböhmens, aber wirklich ein idealer Ausgangsort für Ihre Radlgruppen oder alle Busgruppen, die nach Südböhmen zielen. Auf diesem riesengroßen Marktplatz finden jedes Jahr tolle Adventsmärkte sowie verschiedene Events während des ganzen Jahres statt. In Südböhmen finden Sie nicht nur zahlreiche historische Städte, Naturschönheiten und Teichgebiete, sondern auch märchenhafte Schlösser und Burgen, wie zum Beispiel Schloss Hluboká, Frauenberg, unweit von Budweis. In Südböhmen gibt es nicht nur traditionelle Ziele wie Krumau oder Budweis, aber wir haben für Sie auch einige Geheimtipps. Zum Beispiel eine kleine Stadt Soběslav, unweit von Budweis, auf der Hauptstrecke zwischen České Budějovice und Tábor, liegt eine alte historische Stadt mit einer mittelalterlichen Burg und einer Kirche von dem 15. Jahrhundert. Hier in diesem Gegend gibt es auch eine lange Folklore-Tradition. Und Sie sind herzlich immer bei uns willkommen.